Aroma Anna, Olivengrade. Und siehst du doch, die Junge, dass sie sich dafür interessiert. Ja. Sitzt das doch ist eine. Auch wieder möglich hier. Ja. Da sitzt doch eine Junge, wo sich interessiert. Ach Gott. Da hält man ganz das auf. Ist, ja. No. Ja, ich muss morgen drüber machen, muss aber das schön sortieren. Ja, da hast du aber zu tun, auch der Fritz zu können. Ja, zu tun. Zu tun hätte ich schon, jetzt hätte ich noch Lab zu rechnen. No. Ja, und die Italien, ja die Italien, die hängen die Köpfe ja, und sie nicht schneiden, die kommen nicht aufschneiden. Letzte Woche war noch Hochsommer, Sonnenschein. Ja, und jetzt das habe ich gehört. Ich habe den Winter mitgebracht. Du hast den Winter mitgebracht. Ja. Mit dem Strassenbau. Du kostet gar nichts angefangen. Ja. Die da für Florian Hüter. Lauf der Hüte. Ja. 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 Drei Tanten in Erlangen. Ja. Und das ist die Louise da, und das ist eine Robert-Zeitfrau. Der Robert. Das ist der Erlangen, der Robert. Ja. Und das ist der in Onkel André sei Edward. Ja. Edward. Ja, ja, ja. Der war dann vorhin scharf am Bild. Ja. Das war der vorhin da bei für unten rauf. Ja. Wer ist das? Im Hintergrund. Das ist die Tante Louise. Tante Louise, ja, dachte ich. Und das, ja. Und das ist die Tante Ernestina. Ja, Ernestine. Ja, der Onkel André. Das war im Erlangen? In Erlangen, ja, ja, ja. Und das ist der Robert und seine Frau, die Gertrud. Und das ist ihr, die Louise, wo ja. Sie war nicht verheiratet. Und das und ist. Da und das. Da ist die Ingrid. So, Hunden, ja, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Und das ist der Edward. Aha, ja, ja, kann ich mich einziehen. Das war. Was? Welches Jahr war das? In welchem Jahr? Oh. Nein, ich war nur Wortschelein. 55 oder nein, das war früher, ja? 55. 55. Ja, wie der Onkel André ist es. 55 ist es. Nein, das ist so. Sieht ein bisschen älter aus. Also. Nie, oh ja, ich denke auch. Ja, das sind drei junge Menschen. Der hat schon. Hat ja 8 Kinder gehabt, ne? Das ist die Luise. Ja, Luise hat mich... Unterricht sein gelernt. Ja. Ich habe gelernt zum Nahen. Wie sagt man das mit? Im Herbst. Zum Nahen.